Oh, moin. Das Herz, Prinz Noctis. Du auch. Willkommen zurück bei Final Fantasy 15 Video 28. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Wedge und Biggs, die mit uns dann hier Richtung, habe ich vergessen, wohin fahren. Auf jeden Fall weiterfahren. Und die werden ja hier den Zug führen und ja, unser Ziel anstreben. Da sind die beiden Herren. Wir sind dabei, die beschädigten Waggons auszutauschen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr weiterfahren wollt, okay? Wenn ihr euch ausruhen wollt, nehmt den Speisewagen. Ja, das ist doch mal eine Idee. Bereit zur Wahl? Gralea, genau. Gralea ist das Ziel. Und ja, ich habe es gerade aktiviert, das heißt, ich bin bereit. Keine Sorge, um die Flüchtlinge und Passagiere kümmern wir uns schon. Gralea ist die Hölle, also gebt auf euch Acht. Danke. Ebenfalls. Also, man sieht sich. Man sieht sich. So, die Reise beginnt. Es auf schneit. Nach Kalia. Ja. Draußen schneit es. Hier drin ist es auch kalt, was? Muss am Grab der Eisgöttin liegen. Tod nützt sie uns herzlich wenig. Hauptsache, wir kommen heil dran vorbei. Und heil aus der Höhle des Löwen. So, wir haben jetzt noch ein bisschen die Möglichkeit, uns im Zug zu bewegen, bevor wir Gralea erreichen. Und ja, dann werden wir das hier auch einfach mal tun. Ignis und Galio machen hier ein kleines Pläuschchen. Und ich gucke hier mal durch den Speisewagen in den nächsten Waggon. Sieht im Prinzip genauso aus wie alle anderen Züge bisher, die wir bestiegen haben. Auch hier gibt es ein paar Abteile, die wir nicht betreten können. Es ist draußen nachts, es schneit. Dass es schneit, hat Noctis eben schon sehr verwundert. Scheint nicht wirklich üblich zu sein in der Gegend. Ach, warte mal, da lag doch was. So, wir sind jetzt mittlerweile übrigens in Kapitel 12. 15 Kapitel gibt es insgesamt. Ja, könnt ihr euch ja ausrechnen, dass es nicht mehr so viele gibt. Wir laufen hier nämlich quasi direkt auf das Ende zu. Zerfällt das Imperium? Nachdem seine Truppen in Altissia beim Kampf gegen Leviathan herbe Verluste einstecken mussten, wurde Oberkommandant Rabus hingerichtet. Also es wird schon noch ein paar Videos geben, weil die Kapitel jetzt noch ein bisschen was zu bieten haben. Gerade Gefechte. Aber, ja, das Ende naht. So, an der Stelle geht es auch schon wieder zurück, glaube ich. In Richtung Speisewagen? Nee. Wir laufen ja noch weiter. Es ist ziemlich unspektakulär hier gerade in dem Zug. Oder laufe ich doch schon wieder zurück? Ich weiß es nicht genau. Ja, doch. Ich bin wieder zurückgelaufen. Gucken wir uns mal auf der anderen Seite um. Ich wollte eigentlich fragen, wo Prompto ist, aber Prompto ist ja gar nicht mehr in der Truppe, der ist ja verschollen. Und die Truppe hat den Weg jetzt ohne ihn angetreten. So, hier gibt's noch was. Ja, auch was und auch was. Da hinten übrigens ist der Wagen, in dem der Regalia steht, also er ist noch bei uns. Aber wie gesagt, im Zug auf den Bahnhöfen konnten wir ihn bisher nicht benutzen. Beziehungsweise seit wir in Altissia waren, können wir ihn nicht mehr benutzen. Das gute Gefährt. So. Und da ist auch der Wagen zu Ende.
Ja, was gibt's? Okay, verstanden. So, das war eine kurze Aufgabe. Einfach ein bisschen durch den Zug laufen. Das ist nicht relativ, ist nicht wirklich schwer. Wir stehen ja schon wieder. Sorry, Jungs. Oh. Was gibt's? Wir sind stehen geblieben. Keine Ahnung, warum. Was auf den Schienen? Wir sehen uns das an. In Ordnung. Hoffentlich ist's mit Schneeschippen getan. Hoffentlich. Wohl kaum, Jungs, wohl kaum. Also der Zug muss jetzt zwangsweise stehen bleiben. Wir wissen allerdings nicht, warum. Und in Bewegung bleiben. Das Trio soll sich hier... Noch. Ich glaube, ich kann sie sehen. Bei den Schienen etwas umgucken. Ist doch tot. So, es muss jetzt natürlich erstmal gekämpft werden. Frag mich mal. Beenden wir schnell. Ja. So, machen wir hier mal ein bisschen Kämpfi-Kämpfi. So, das war die erste Runde, aber es gibt natürlich noch eine zweite Runde. So, weiter geht's. Gegner sind natürlich nicht so übermäßig schwer. Sie sind vielleicht ein bisschen nervig hier gerade jetzt hier die Großen. So, aber auch das ist erledigt. Jetzt kommt was ganz Großes. Und ihr seht es vielleicht, ich habe tatsächlich den ganzen HUD ausgeblendet. Das heißt, ich habe weder Karte noch Energieanzeige. Er ist jetzt mal etwas stärker. Oh, 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 oh. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob ich da überhaupt die passende Waffe für ihn habe. Ausgerüstet habe. So. Executive. Und er schön drauf losgemetzelt. Na, war's das? Macht Feinden aus dem Weg gehen. Ich weiß. Das war's schon. Schönes kurzes Käpfchen. Nicht so schwer. Hey, Nacht! Was ist? Irgendwas stimmt nicht im Zug. Beeil dich! Weiter, Ines. Bin unterwegs. Ja. Warte gefälligst! Dreckiger Mistkerl! So, der Arden ist im Zug, beziehungsweise glaubt Noctis ihn gesehen zu haben. Und jetzt laufen wir ihm hinterher. Und Nebel im Zug ist ein bisschen ungewöhnlich. Da steht der Schweinehund. So, wir bewegen uns jetzt hier ganz langsam auf ihn zu. Hey, hey, warte! Was hast du mit Tramto gemacht? So trifft man sich wieder. Deine Freunde vertragen die Kälte wohl nicht. Ich fürchte, sie brauchen dringend Hilfe. Du solltest dich beeilen. Gladio, Ignis am Boden.
hätte meinen Pelzmuff mitbringen sollen. Genauso schön wie am Tag deines Todes. Heute wird sie erfüllen, was sie der Carnegie einst versprach. Luna Freya, wann siehst du es ein? Es steckt kein König in Noctis. Wie kannst du so etwas sagen? Es ist der einzige Weg. Und wenn du ihn gehst, verlierst du dein Leben! Das weiß ich selbst! Ich bereue nichts. Aber... nur einmal wäre ich gern bei ihm gewesen. Um mit ihm zu lachen wie früher. Und ihn zu umarmen. Ja, Kentiana ist Shiva und Shiva gehört jetzt mit in Noctis Truppe, beziehungsweise in die Riege der Götter. Hey, mach keinen Scheiß! Was ist passiert? Ja. Alles in Ordnung? Ja, die Eisgöttin war hier. Was? Keine Angst, ist schon wieder weg. Könnt ihr im Zug nach dem Rechten sehen? Ignis, kannst du laufen? Ja, danke. Geht schon. Was soll das? Willst du wieder zurückkommen? Ich wünsche mir doch auch nichts. Mehr als das. So, wir haben wieder Kontrolle über Noctis und ja, der Schmerz des Verlustes sitzt scheinbar noch tief.
Und nichtsdestotrotz müssen wir hier irgendwie weiterkommen. Oh, da ist er wieder. Darf ich vielleicht langsam zu Noct übergehen? Oh. Für einen Moment sah ich mich echt im Grab. Hätte beinahe vergessen, dass Götter mächtig sind. Doch mächtig, das bin ich auch. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht sterben. Der Schmerz jedoch war sehr real. Du Sadist. Rate mal, was ich hier hab. Na, was ist das? Oh, ich sollte eher fragen, von wem ich das hab. Du erinnerst dich doch, oder? Na? Nicht so schnell. Das gehört dir nicht. Wo ist er? Wer? Prompto. Nicht weit. Wo? Nein, Gralea. Wo sonst? Endstation. Sicher wäre er höchst erfreut, dich zu sehen. Vielleicht findest du dort ja sogar den Kristall. Wirkt angeblich gut gegen die Siecher. Wär das nicht was? Dann mal viel Glück. Freunde fürs Leben. So, damit endet jetzt hier die Sequenz, das Video und das Kapitel. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann schon mit Kapitel 13 weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis bald.